2015 war ein erfolgreiches Jahr für die Wirtschaft und die Menschen in Baden-Württemberg. So das klare Statement von Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid heute in Stuttgart. Die Konjunktur sei robust und widerstandsfähig, die Kaufkraft aufgrund der geringen Inflationsrate konstant und die Beschäftigung habe in diesem Jahr einen Höchstwert erreicht. Und der generell positive Trend soll sich laut den Prognosen des Statistischen Landesamts auch 2016 fortsetzen. Die IHK Reutlingen kann sich nicht beklagen. 2015 war ein erfolgreiches Jahr für die Wirtschaft und die Betriebe in der Region. Damit steht die IHK aber nicht alleine da. Die baden-württembergischen Unternehmen und ihre Beschäftigten haben ihre Stärke und Leistungskraft voll ausgespielt und die Wirtschaft auf einen kräftigen Wachstumskurs gebracht. Baden-Württemberg ist Konjunkturlokomotive für ganz Deutschland. Kein anderes Bundesland hat sich in den letzten Jahren so dynamisch entwickelt wie Baden-Württemberg. Das Bruttoinlandsprodukt sei um rund 2% gewachsen. Das liege unter anderem an der starken Kaufkraft von Privatpersonen. Aber auch die Exportwirtschaft habe entscheidend dazu beigetragen. Ein ganz beachtliches Plus von 18,1% zeigt sich beim Handel mit dem Vereinigten Königreich. Und auch Polen hat ein Plus von 13,9%, also kräftig bei uns geordert. Aber der Spitzenreiter sowohl im Umfang als auch im Wachstum sind die Vereinigten Staaten. Sie bestellten in den ersten 3 Quartalen gut ein Viertel mehr Waren. Die Konjunktur sei trotz einiger Störfaktoren wie geopolitische Spannungen besonders in der ersten Jahreshälfte auf Hochtouren gelaufen. Erfreulich sei auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Beschäftigung erreicht auch in diesem Jahr wieder einen Höchststand. Sie dürfte deutlich über der 6-Millionen-Marke liegen und damit so hoch sein wie noch nie zuvor. Die Arbeitslosigkeit ist weiter zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote lag im Jahresmittel deutlich unter der 4%-Marke und damit noch niedriger als im Vorjahr. Ähnlich positiv soll es im kommenden Jahr weitergehen. Die Statistiker gehen von einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,5% aus. Das ist etwas leicht unter den Schätzungen für das bundesdeutsche Wachstum, was um etwa 1,8% taxiert wird. Aber man muss natürlich auch sehen, dass in den vergangenen Jahren die baden-württembergische Wirtschaft überproportional vom wachsenden Welthandel profitiert hat. Kein Grund zur Sorge also. Die Binnennachfrage im Land soll auch 2016 zu weiterem Wirtschaftswachstum führen. Die Grundlage hierfür sieht Brenner im hohen Beschäftigungsstand und den gestiegenen und steigenden Löhnen.